Das war so wohl nicht geplant. Statt einer Revanche für die Auswärtsniederlage in Pritzwalk im vergangenen Jahr musste sich die erste Volleyball-Männermannschaft vom SV Blau-Weiß Perleberg am 2. März den Tabellenersten vom VfV Pritzwalk erneut geschlagen geben. Bereits im ersten Satz kamen die Perleberger hier in Schwarz nur schwerlich ins Spiel. Fehler, aber auch starke Szenen auf beiden Seiten sorgten bis zum Schluss für einen ausgeglichenen Punktestand. Am Ende des ersten Satzes überwog aber das zunehmend sicherer werdende Spiel der Pritzwalker, die den Satz verdient mit 25:22 gewannen. Den Motivationsvorsprung der ersten Begegnung nahmen die Pritzwalker auch mit in den zweiten Satz. Hier konnten sich die Gäste bereits frühzeitig absetzen. Den Perlebergern gelang nach einem schwachen Start aber der Ausgleich auf 18:18. Mitte. Am Ende waren es aber wieder die Gäste, die mit etwas mehr Biss und dem besseren Zusammenspiel die Nase vorn hatten und 27:25 gewannen. Im dritten Satz zeigte sich das Team vom SV Blau-Weiß Perleberg erstmals wieder von seiner gewohnt starken Seite. Eine gute Abwehr, Angriffe und platzierte Bälle kosteten die Pritzwalker viele Punkte. Doch auch die Führung von 23:20 konnten die Perleberger nicht in einen ersten Satzgewinn umwandeln. Das bessere Team an diesem Abend behielt erneut die Nerven und gewann verdient mit 28:26 und insgesamt 3:0 nach Sätzen. Damit sicherten sich die Pritzwalker auch die diesjährige Kreismeisterschaft. Am 17. März spielt Blau-Weiß noch einmal auswärts in Lindenberg.